Immer wieder hört man auch in Rheinland-Pfalz von Typisierungsaktionen. Dann gibt es den Aufruf, dass man sich in der deutschen Knochenmarkspenderdatei registrieren lässt als möglicher Stammzellenspender. Denn wenn Medikamente oder eine Strahlentherapie nicht mehr anschlagen, dann kann meistens nur noch so eine Spende helfen, wenn jemand Leukämie, also Blutkrebs hat. Zum heutigen Weltblutkrebstag zeigt Stefanie Naab, was eine Spende bedeutet. Der Anruf kam vor 2 Wochen. Julia hat die Chance, ein Leben zu retten. Die 20-Jährige aus Remagen ist der passende genetische Zwilling für einen ihr noch unbekannten Krebspatienten. Als Stammzellspenderin registriert ist Julia Dörr seit ihrem 18. Lebensjahr. Ihre Motivation? Wenn man helfen kann, sollte man es auch tun. Ich habe eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht, also auch da Kontakt mit Krebskranken, und habe in der Grundschule einen Klassenkameraden verloren an Krebs. Das heißt, das Thema hat mich schon früh beschäftigt. Und wenn es Möglichkeiten zur Hilfe gibt, finde ich, sollte man die nutzen. In den meisten Fällen erfolgt die Stammzellspende mittlerweile ambulant. Dafür musste sich Julia 5 Tage lang ein hormonähnliches Medikament spritzen, das die Anzahl ihrer Stammzellen im Blut erhöht. Bei der Entnahme fließt das Blut dann vom einen Arm in den sogenannten Zellseparator und über den anderen Arm wieder zurück in den Körper. Egal ob Stammzellen ambulant aus dem Blut oder, wie in einigen Fällen immer noch notwendig, unter Vollnarkose Knochenmark entnommen wird, aus ärztlicher Sicht hat der Spender bei beiden Methoden nichts zu befürchten. Wenn ein Spender zu uns zur Spende kommt, so ist er gründlich voruntersucht. Und wir können mit hoher Gewissheit sagen, dass er auch gesund ist und dass die Spende für ihn kein Risiko darstellt. Etwa 4 Stunden dauert die ambulante Stammzellentnahme. Ein bisschen schlapp fühlt sich Julia Dörr schon. Aber sie stellt ihre Spendenbereitschaft keine Sekunde in Frage. Wenn ich jemandem helfen kann und Leben retten kann, dann nehme ich auch die paar Zimperlein-Sachen auf mich, die dann dadurch entstehen. 40% der Stammzellspenden weltweit kommen aus Deutschland. Innerhalb 72 Stunden muss eine Spende ihren Empfänger erreichen. Julia weiß inzwischen, dass der Empfänger ihrer Spende ein 62-jähriger Patient aus den USA ist. Ob die Transfusion auch erfolgreich war, muss sich erst noch zeigen. So kann das also auf der Seite des Spenders aussehen. Wenn alles gut geht, dann kann das für den Patienten eine zweite Chance sein. Jutta Kaiser hat in Zweibrücken einen Mann getroffen, der seine zweite Chance mit ganz viel Lebenslust ergriffen hat. Rainer Desloch ist ein Machertyp. Einer, der nicht lange fackelt, sondern der einfach anpackt. Die Arbeit als Hausmeister der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken passt perfekt. Und er hat sie sehr vermisst in der Zeit seiner Krankheit. Ich wollte einfach nur ein normales Leben wieder führen. So wie ich es vor der Erkrankung erlebt habe, und so wollte ich eigentlich auch nach der Erkrankung praktisch einfach wieder nur ein normales Leben führen. Und mehr nicht. Und mir ist das bewusst geworden, dass das höchste Gut auf der ganzen Welt ist eigentlich nicht das Geld, so wie die meisten sagen, einfach nur die Gesundheit. Vor 2 Jahren war alles andere als klar, dass er überleben würde. 3-mal Chemotherapie und die Stammzellentransplantation musste Rainer Desloch überstehen, kam zum ersten Mal im Leben an seine Grenzen. Aber die vielen lieben Wünsche von Freunden, Bekannten und natürlich seiner Familie haben ihm Kraft gegeben. Die Zeit hat auch seine Frau und die beiden Söhne geprägt. Es war halt ein Schicksalsschlag, wo nicht nur negativ war, sondern auch positiv für unsere Familie, weil seitdem bei uns einfach alles wieder besser ist und eigentlich richtig gut. Rainer Desloch hofft, dass er weiterhin gesund bleibt und der Krebs nicht zurückkommt. Er glaubt an seinen Schutzengel und dankt dem lieben Gott jeden Tag, dass sich ein Stammzellenspender für ihn gefunden hat. Er wünscht sich, dass andere Blutkrebskranke auch so viel Glück haben wie er. Du bist in deinem normalen Leben drin und von heute auf morgen kriegst du einen Schlag und dann stehst du da. Und dann willst du nicht, ey. Und deswegen bete ich und hoffe und hoffe und hoffe, dass ich abermals und zig abermals Menschen einfach registrieren lasse. Und ich denke, das höchste Gut dieser Welt ist einfach jemand anders. Ich muss, obwohl ich ihn nicht kenne, irgendjemand, es wird die Chance auf ein Leben geben. Rainer Desloch nutzt diese zweite Chance. In der Schule gibt er wie gewohnt 300%. Egal ob als Ersatzpapa oder wenn es darum geht, die Gebäude instand zu halten. Er ist sowohl für die Kids als auch für die Schulleitung unersetzlich. Das ist einfach seine menschliche Art, wie er mit allen Leuten umgeht. Die Schüler lieben ihn. Er ist manchmal rau, aber die Schüler verstehen das und sie wissen, dass er ehrlich ist. Und deswegen akzeptieren sie ihn so, wie er ist.
Noch 3 Jahre lang muss Rainer Desloch regelmäßig seine Blutwerte kontrollieren lassen. Er gilt erst dann als geheilt, wenn der Krebs 5 Jahre lang nicht zurückgekommen ist.